Ja, herzlich willkommen zum siebten Part von Alien Rage. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns hier auf so einem Transportgerät. Und müssen natürlich auch direkt hier wieder loslegen, da wir von allen Seiten hier angegriffen werden. Und uns natürlich auch fleißig wehren. Ja. Wie ihr sehen könnt, geht's auch direkt schon gut ab hier. Was natürlich auch direkt wieder Spaß in die ganze Sache bringt. Von daher machen wir einfach mal alles hier platt, was uns in den Weg kommt. Oh oh. Ja. So schnell stirbt man hier bei Alien Rage, wenn die Gegner auf der mittleren Stärke eingestellt sind. Also da hat man wirklich erhebliche Probleme. Aber man muss es halt immer wieder versuchen. Irgendwann. Dann klappt es halt natürlich auch. Jetzt treffe ich den noch nicht mal hier, den Kerl, also. Unglaublich. Abgeschossen bis zum geht nicht mehr. Und ich treffe ihn einfach nicht. Gerade so noch geschafft. Aber sehr interessant, was für Transportschienen hier sozusagen an der Decke herlaufen. Erinnert ein wenig an Half-Life. Aber dennoch wirklich sehr gut gemacht. Oh, okay. Ach du Scheiße. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, sieht aus wie so eine riesengroße Raumschiffstation. Also, schon ziemlich beachtlich, was die Außerirdischen hier auf diesem Planeten alles aufgebaut haben. Geht's hier jetzt schon wieder raus, oder? Ne, wir fahren dran vorbei. Ah, okay, dann wird's wohl da hinten reingehen. Promethium reacts to high pressure, right? How about a Voris mothership crashing at 10 G's? Bye-bye, Voris fleet. They see the fireworks back on Earth. Let's get to it. Iris, calculate a route to the station's docking tower. Ja, dann schätze ich mal, dass es jetzt wieder weitergeht hier. Okay. Ah, okay. Ah. Oh, was war das? Ah, okay, da drüben. Boah. Sehr unglaublich, ey. Wirklich extrem schwer hier das Level. Dann werde ich mich einfach jetzt mal hier verstecken. Warten, bis die ersten hier hinkommen. So, wo ist er? Hallo? Also das finde ich echt wieder interessant, dass die Gegner hier wirklich, wie können die denn durch Metall schießen? Unglaublich eigentlich, ne? Unvorstellbar.
So. Ja, hier haben wir noch schön Munition. Das sieht schon mal wieder sehr gut aus. Aber mal gucken, ob wir noch irgendwo... Okay. In einem Abschnitt direkt zwei Bonus-Punkte sozusagen. Ja, fahren wir direkt mal weiter mit dem Zugsystem hier sozusagen. Mal schauen, was auf uns noch hier zukommt. Oh, der wird aber schon ein bisschen schnell hier. Macht auch so Lokomotivgeräusche. Oh, boah, was ist das denn? Meine Güte. Boah, da ist schon wieder einer. So, haben wir das schon mal überlebt, ne? Okay. Boah. Schießen wir alles mal schnell kaputt hier. Um einfach weiterzukommen. Bevor wir dagegen fahren, nachher noch tot sind, ne? Also, da hätten wir ja auch nichts von. Oh. Ach du Scheiße. Beide schon tot? Okay, gerade mal schnell die Fahrgastzelle sozusagen gewechselt. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Meine Güte. Das sind diese komischen Bots, die einen hier anscheinend aufhalten sollen. Die kam da schon mal entgegen. Einer zumindest. So eine Art Android. Oder Drohne, besser gesagt. Oh, jetzt habe ich hier selber gut abgekriegt. Oh, Scheiße, Mann. Komm. Die Waffe wieder über jetzt. Kann doch nicht wahr sein, sowas. So, und dann müsste der letzte sein. Geschafft. Ja, dann warten wir jetzt mal ganz gemütlich, bis wir dann da oben in unserem Ziel angekommen sind. Dittadi, dittadu. Komisch, jetzt ging's super einfach. Oh, Kacke, ey, was ist denn das? Wow. Sieht wirklich sehr, sehr riesig aus. Okay.
Scheiße. Erstmal schön abgestürzt und überschlagen hier. Und dann die Gegner. Ja, hätten wir geschafft, ne? So, hier haben wir dann den dritten Bonus. Gar nicht mal so schwer zu finden diesmal. Schauen wir uns noch ein bisschen um, ob hier noch irgendwo was steht und liegt, was uns zusagen könnte. Gut, hier haben wir noch 57 Schuss, hier haben wir noch voll, das heißt, wir werden uns mal den Raketenwerfer mitholen. Weil man kann ja nie wissen, was einen jetzt noch erwartet hier, nicht? So, gehen wir einfach mal weiter und fahren mit dem Aufzug wo auch immer hin. Ja, wir fahren nach unten, wie es aussieht. Okay. Bin ich mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Ach du Scheiße. Das sieht ja schon wirklich wieder sehr interessant aus. Ein Riesenvieh. Oh, fuck, Alter. Vorbeigeschossen? Warum schieße ich denn vorbei? Boah. Scheiße, Alter, was denn das bitteschön? Ist mich hier verkackeiern oder was, ey? Okay, was macht er jetzt? Wow. Blöder Wichser, ey. Boah, Scheiße, ey. Schutzschild. Das heißt, die müssen erst alle kaputt sein, bevor ich jetzt... Boah, leicht. Warum machen denn die Waffe da nichts aus? Komisch. Hier kommt keine Munition mehr. Aber jetzt habe ich da wieder welche für. Boah, vielleicht schießt er mit seinen Ultra-Dingern hier wieder. Scheiße, Mann. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon.
nein. Auch nur mit diesem scheiß Ding da zu treffen und schon hat man direkt verloren. Oh, wie viele Raketen schießt denn der? Das war's jetzt an der Munition. Ey, die Waffe geht ganz durch. Der kann überhaupt nichts anrichten. Selbst die Waffe bringt nichts. Was ist denn da los? Oh Mann, Junge, was ist denn da los? Ich hab keine Munition mehr! Scheiße! Wir wollen mit schießen, der ist kaputt! Oh Mann, Junge! Gibt hier nicht noch irgendeine andere Waffe? Okay, leer. Hier habe ich wieder volle Munition mit jetzt. Oh, lauf, 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 lauf. Gibt's doch nicht. Warum krieg ich ihn damit nicht kaputt? Ja. Na endlich. Meine Güte, ey. Ja Leute, das war Part 7 mit einem weiteren Endgegner, der dritte bis jetzt schon. Ich hoffe natürlich euch im achten Part wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.